Welcome, listeners, to another edition of the Serien Junkies podcast. The following takes place between 1 p.m. and 2 p.m. Events occur in real time. Beep, 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 brr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 
gewisse Marotten. Das ist einfach typisch 24 und das gibt es nirgendwo anders. Ja. Auch diese 24 Episoden natürlich und die Echtzeit. Echtzeit ist natürlich das Alleinstellungsmerkmal von 24. Ich meine, es gab mal die Comedy-Serie Worst Week. Die hat über, glaube ich, 7 Tage erzählt, was in der schlimmsten Woche der Hochzeitsvorbereitung des Protagonisten passiert ist. Aber das war jetzt nicht wirklich so super Echtzeit, wie 24 es ist. Ja, man kann sicherlich auch sagen, dass all diese Elemente, die 24 bisher ausgemacht haben, wieder in 24 Will Live Another Day zu finden sind. Ausnahmslos. Ja. Hm. Das stimmt allerdings. Wie sah es denn bei euch aus, als ihr die Nachricht gehört habt, dass es eine neue 24-Staffel geben wird? Habt ihr euch drauf gefreut? Zunächst gemischt, muss ich sagen. Also ich fand, dass es eigentlich auch Zeit war, nach der 9. Staffel die Geschichten zu Ende zu bringen. Nach der 8. Ja. Achso, ich habe 9. Ja, nach der 8. die Geschichte zu Ende zu bringen. Aber man hat wie so oft auch in den Staffeln mit einem Cliffhanger geendet letzten Endes. Weil solange Jack Bauer nicht tot ist, wird es 24 geben. Oh, Spoiler, Jack Bauer ist nicht tot. Wer weiß, was in dieser Staffel passiert ist, aber... Ja, zunächst erst gemischt. Ich habe die Serie komplett verfolgt gehabt. Ich mochte sie eigentlich wirklich sehr gerne. Sie hat ihre Höhen und Tiefen gehabt, definitiv. Gerade in den mittleren Staffeln, so zwischen Staffel 5 bis 8, ebbte das Ganze ziemlich ab, weil einfach das Konzept, wie wir auch bereits erwähnt haben, es ist immer gleich geblieben. Und es ist schön an Serien, wenn es immer gleich bleibt, man weiß, was einem erwartet. Mhm. Das ist einerseits schön, allerdings wird man nicht mehr ganz so oft überrascht. Selbst von den Überraschungen nicht, die es zahlreich sind. Ja, wie war es bei dir? Gut gesagt, auf jeden Fall. Ich habe mich auch gefreut. Ich hatte, glaube ich, die 8. Staffel lange Zeit aufgeschoben, die 7. Staffel auch. Aber dann, als ich gehört habe, 12 Episoden, war ich interessiert, weil ich neugierig war, wie sie es machen wollen mit diesen 12 Episoden. Sie können ja nicht irgendwie die Serie jetzt 12 nennen oder so und irgendwie was ganz anderes machen. Und dann habe ich so das Casting gesehen, habe gesehen, oh, Yvonne Strahovski spielt mit. Oh! Da war ich dann nochmal mehr interessiert, weil ich ein großer Chuck-Fan bin. Und zur Serie bin ich damals auch gekommen. Das war noch zu Zeiten der TV-Movie. Die gibt es natürlich immer noch. Aber die TV-Movie hatte damals die Pilot-Episode als Begleit-DVD im Heft dabei. Und die habe ich mir angeguckt, war interessiert, habe mir den Piloten angesehen. Und es gab so einen 24-Hype damals bei der deutschen Erstausstrahlung. Ja, und dann habe ich quasi die erste Staffel bei RTL 2 verfolgt. Und ich glaube auch die nächsten paar Staffeln bei RTL 2. Ich habe relativ lange sogar auf Deutsch gesehen. Ich hatte jetzt mit der Synchro keinerlei Probleme, glaube ich. Ich finde sogar Kiefer Sutherlands Synchronstimme sehr gut. Obwohl es mir einen anderen Film kaputt gemacht hat. Ich sage jetzt nicht welchen, aber es gibt einen anderen Film, wo dir die Kenntnis von Kiefer Sutherlands Synchronstimme einen Twist kaputt macht. Ja. Aber ansonsten sehr verfolgt. 24 hat ja natürlich auch im deutschen Fernsehen eine komische Geschichte. Es hat jetzt, glaube ich, 4-mal den Sender gewechselt. Es lief anfangs bei RTL 2, dann lief es bei... wo lief es denn noch? Es lief bei Kabel 1. Ich kann ja gerade nicht aushelfen. Und bei Pro7 lief es auf jeden Fall noch. Ja. Also ja, Pro7 und dann erstmal Kabel 1. Ja, da war, glaube ich, die letzte Station. Weil es halt in Deutschland nicht so dieser Massenerfolg ist. In Deutschland haben, glaube ich, so serielle Erzählstoffe sehr schwere Karten, um erfolgreich zu werden. Das haben wir bei Lost gesehen, was auch den Sender gewechselt hat von Pro7 zu Kabel 1 und dann in die Nachtausstrahlung. Das haben wir auch bei 24 in der Geschichte von 24 gesehen. Es war halt nie der Gassenhauer wie jetzt ein Dr. House oder sowas oder ein CSI. Damals waren auch seriell, gerade diese seriellen Formate mit folgenübergreifender Erzählstruktur neu relativ. Ja. Also das kam, die erste Season war 2001, glaube ich. Also in Deutschland vielleicht ein bisschen später. Und Zwei Monate nach 9/11. Ja. Da kannte das deutsche Publikum sowas kaum. Hm. Und das ist heutzutage natürlich ein bisschen anders. Es wird halt durch viele Serien, werden die Sehgewohnheiten ein bisschen geändert. Nur damals war es vollkommen neu. Es war halt ein Hit auf DVD, ne? Also ich habe das auch das erste Mal von 24 gehört, als mir ein Kumpel die DVD ausgeliehen hat. Und dann habe ich, glaube ich, 7 Folgen am Stück geguckt. An einem Montagabend, da ging ich noch zur Schule. Ich musste am nächsten Tag in die Schule gehen. War komplett übermüdet. Exi ging mit seiner Schultüte und seinem Ranzen zur Schule. Oh, ich komme mir Jack Bauer an, der ein paar Terroristen killt. Ja, es war wirklich für mich ein ziemliches Erweckungserlebnis. Das hat auch zusammen mit
Dawson's Creek war das mein Einstieg in die Serienwelt, ins serielle, ja, in Interesse an seriellen Stoffen. Und ich habe die erste Staffel dann relativ schnell durchgeschaut und war dann auf jeden Fall ziemlich schnell hooked und habe auch alle 8 Staffeln, also jetzt parallel zur US-Ausstrahlung verfolgt und ja, war bis zum Schluss großer Fan, obwohl, wie du schon gesagt hast, Tim, es ab der 5. Staffel schon merklich abgenommen hat. Ja. Also das muss man schon sagen, aber naja. So, wir sprechen jetzt erstmal. Aber warte, eine Sache kurz. Sorry. Ja. 24 ist natürlich auch so die Serie, die sich prädestiniert für Binge-Watching. Jetzt bin ich da natürlich Captain Obvious, der das sagt. Aber es gibt keine Serie, die sich wirklich, du hast es gesagt, als DVD-Serie, aber so für den neuen deutschen Begriff Binge-Watching eignet. Ich habe teilweise die späteren Staffeln auch am Stück weggefetzt, muss ich sagen, in so 3 Tagen manchmal. Weil wenn du 24 anfängst, dann ist es auch ein bisschen wie Crack. Habe ich mir sagen lassen. Ich habe noch nie Crack probiert. Hast du das von Jack Bauer sagen lassen? Ja. Da kommen wir später auch noch drauf, im Spoiler-Teil. Jack Bauers Drogenvergangenheit. Es ist halt so, man fängt an und man weiß, dass es irgendwie ein bisschen stupide ist. Man weiß, dass es irgendwie so 80er-Jahre-Retro- Action-Szenen sind, aber man kann halt auch nicht aufhören, weil die Twists so hanebüchen sind oder irgendwie die ganze Struktur so interessant gestaltet ist. Ja, dazu muss man vielleicht auch sagen, dass es, wie wir bereits erwähnt haben, 2001, kurz nach 9/11 stattfand und dementsprechend war noch ein gutes Stück für die Amerikaner 9/11-Traumaverarbeitung. Eine gute Portion an Pathos war immer mit dabei und darauf muss man sich einlassen, wirklich. Also es muss einem nicht gefallen, aber wenn man sich darauf einlässt, funktioniert es auf jeden Fall, auch für deutsche Zuschauer. Ja, wenn ich jetzt erzähle, dass ich sie auch gebingewatcht habe, dann lacht mich unsere liebe Hanna wieder aus, weil sie mir nie glaubt, dass ich binge-watche, wenn ich mal 3 Episoden am Stück gucke. Aber ja, also ich habe auch bei 24, es fixt einfach an. Und also dieses Gefühl von, ja, ich will noch eine Episode sehen, ich will noch eine Episode, die kenne ich eigentlich bei mir selber nur von 24 so. Ja, lass uns doch einfach mal einsteigen mit der 9. Staffel. Will einer von euch beiden vielleicht mal sagen, aber was wollten wir nicht, Moment. Adam? Wir wollten doch über die ganze Serie sprechen, bevor wir auf die 9. Staffel. Ach, ich dachte, wir wollten es andersrum machen. Aber es ist doch sinniger, jetzt über die ganze Staffel zu gehen. Lass uns doch ein kleines Kurzfazit machen von unsere Eindrücke von der 9. Staffel, was es geht. Und danach können wir voll in den Spoiler-Teil einsteigen. Na dann los. Ja, um was geht es denn in der 9. Staffel? Deine Aufgabe. Ja gut, dann erzähle ich das halt mal wieder. Also Jack Bauer taucht in London auf. Er war 4 Jahre im Untergrund. Und er will einen Anschlag auf Präsident Heller in London verhindern. Heller und sein britischer Counterpart, der Ministerpräsident Alistair Davis, gespielt von Stephen Fry. Große Gastrolle, obwohl er nicht allzu viel zu tun bekommt. Die verhandeln gerade über ein neues Drohnenprogramm, habe ich mir das richtig aufgeschrieben? Oder was? Irgend so ein, auf jeden Fall ein neues Militärprogramm, das sie jetzt gemeinsam starten wollen. Ein neues MacGuffin. Ja, genau. Hellas Tochter Audrey, die Jack auch sehr gut kennt. Kim Raver war, mit der war er, ich glaube, über 2 Staffeln hinweg zusammen. Mhm. Und deren neuer Ehemann Mark Boudreau, gespielt von Tate Donovan. O.C. Jimmy! O.C. Jimmy. sind auch dabei. Mark Boudreau ist ein Berater von Präsident Heller und Audrey ist eigentlich auch seine Beraterin. Dann Chloe O'Brien taucht auch wieder auf. Unsere fast Lieblingsfigur von CTU früher, gespielt von Marilyn Ricecup, die so ein bisschen Comedy-Flavor in die ganze Serie gebracht hat. Sie gehört einer Hacker-Organisation namens Open Cell an, die so ein bisschen nach dem Vorbild von WikiLeaks... Bisschen militanter vielleicht, ne? Bisschen militanter wahrscheinlich, ja, stimmt. Operiert. Und diese Organisation wird angeführt von Adrian Cross, gespielt von Michael Wincott, der so ein bisschen den Julian Assange für Arme abgibt. Das könnte man sagen. Ja. Bisschen weniger Ausstrahlung und Flair als Assange, aber nun gut. Dann fangen die Probleme damit an, dass eine Terroristin namens Margot Al-Harazi, der ist gelungen, Drohnen zu kapern und sie droht damit, London anzugreifen, sollte sich Heller nicht ihr gegenüber ausliefern lassen und sie hat ein Problem mit Heller, weil er einen Drohnenanschlag auf ihren Ehemann
kommandiert hat, angeordnet hat und dabei irgendwie unzählige zivile Opfer auch zu beklagen waren. Mhm. Ja. So, das ist jetzt erstmal die Grundprämisse der 9. Staffel. Habe ich noch irgendwas vergessen? Also es kommt natürlich zu unseren 1000 Twists und Turns und es tauchen neue Bösewichte auf und es ist relativ vergleichbar mit der Struktur von anderen Staffeln. Man hat sich ja gefragt, was passiert, wenn 24 nur noch 12 Stunden dauert, wird es zu einem Zeitsprung kommen? Die Frage wird während der Staffel beantwortet, aber an der Struktur an sich hat sich eigentlich nichts geändert. Also ich habe mich relativ schnell so gefühlt wie in jeder anderen Staffel von 24 auch. Ging es euch ähnlich? Auf jeden Fall. Also die Erzählstruktur hat sich nicht sonderlich verändert. Es wurde wirklich lediglich auf 12 Folgen angepasst. Also es kamen Twists in der Mitte vor, wie man es auch gewohnt ist, fast schon aus den anderen Staffeln. Und ja, wie gesagt, es hat sich nicht wirklich viel verändert an der Struktur. Sie wurde auf 12 Folgen verkürzt, was dem Format meiner Meinung nach aber auch durchaus gut tut. Denn gerade in den 24 Folgen waren immer mal wieder Längen drin, die es zwar jetzt auch gibt, nur diese Längen sind eben nur kürzer. Mal kürzer, dann gehen halt nicht 2-3 Folgen, sondern wirklich mal nur eine. Und dementsprechend fand ich das auch als angenehmer. Da würde ich euch auf jeden Fall zustimmen. Ich finde das 12-Stunden-Format sehr erfrischend, muss ich sagen, weil eben diese Längen nicht drin sind. Wir werden, glaube ich, auch später bei der Gesamtwürdigung der Serie nochmal ein bisschen drüber sprechen. Aber es gibt halt gewisse Nebenplots nicht, die, wo man sich bei den 24 Episoden Staffeln gefragt hat, what the hell soll das jetzt? Und die gibt's aber trotzdem hier auch Findest wieder. Du? Ja. Also ich finde auf gar keinen Fall so stark wie ein, also ich nenne schon mal eins, weil es einfach auch ein Teaser ist für das, worüber wir später sprechen. Kim Bauer und der Bergbummer. Sowas hast du halt hier nicht, so ein super Nonsens. Und ich meine, damals in der ersten Staffel haben sich die Showrunner auch gefragt, wie füllen wir jetzt eigentlich 24 Episoden? Weil es ist nicht wirklich so, dass man reingeht und sagt, hier, wir haben eine Outline für 24 Episoden, sondern man hat einen Piloten gemacht, man hat vielleicht noch die ersten 13 Folgen grob angeschnitten und dann hatte man keine Idee, was man Making macht. Shit up along the way. So ist es bei 24. Also ich meine, es ist nicht so, dass man durchgeplant hat. Selbst Breaking Bad hat ja nicht durchgeplant. Mhm. Vince Gilligan hat in der 5. Staffel noch komplett die Serie geschrieben. Er hatte zwar eine grobe Idee, aber er wusste noch nicht genau, wie er dahin kommt. Ja, stimmt. Und so ist es bei 24 auch. Und das Joel Turner und wie sie alle heißen, Robert Cochran, haben, glaube ich, auch gesagt, ja, es war der schlimmste Moment, als ich erfahren habe, dass wir irgendwie gekauft wurden von Fox, weil wie machen wir jetzt weiter? Wie delivern wir jetzt sozusagen, was wir da angeboten haben? Ja, also 24 war ja schon immer so ein richtiges Plotmonster, ne? Also du bist quasi von einem Plot-Element zum nächsten gehetzt. Und es musste in jeder Episode quasi ein neues Plot-Element eingeführt werden, damit eben die Spannung aufrechterhalten wird, weil die Charakterzeichnung halt einfach nicht im Vordergrund stand. Das war vor allem sehr, sehr schön zu erkennen, auch optisch an den Splitscreens, die ein großer Teil der visuellen Gestaltung sind. Oftmals endenden Szenen, meistens auch vor der Werbung dann in Amerika, mit einem Splitscreen, der zu 4 Hälften geteilt war. Und das sind meistens 4 parallele Handlungsstränge gewesen, dementsprechend. Genau, also ja, man hat einfach so viel Plot gebraucht, um das einfach ja auch optisch umsetzen zu können. Wie hat es euch denn gefallen, die neue Staffel jetzt? Alles in allem wirklich gut. Das, ich war am Anfang etwas skeptisch, aber gleich nach der ersten Folge packt einem durchaus die Nostalgie. Es ist ein Weilchen her gewesen, dass ich überhaupt 24 geschaut hatte. Und ja, dementsprechend, man findet so viel wieder, was man damals schon gemocht hat. Das hat natürlich Nachteile hinter sich, aber wenn man es damals mochte, mag man es heute auch. Ja. Ich würde den Vergleich anstellen wie eine flauschige warme Decke. Ich hatte den Vorteil gegenüber dir, Axel, dass ich halt nicht jede Folge abwarten musste, sondern mir so ein paar Folgen ansammeln konnte und dann im Stück gucken konnte, weil es dann am besten funktioniert. Das haben wir ja schon deutlich gemacht. Da musstest du sie vor allem nicht reviewen, ne? Das musste ich auch nicht, stimmt. Und dann sieht man natürlich auch noch deutlicher diese ganzen 24-Tropen, die so klar sind und eklatant. Aber es hat mir gefallen. Also ich meine,
London als Handlungsort ist mal was Neues zum Beispiel. Mhm. Mir hat Yvonne Strachowski sehr gut gefallen als CIA-Agentin. Mir hat, ich weiß nicht, wie tief gehen wir jetzt hier eigentlich schon rein? Ja, also solange du nichts spoilerst, kannst du... Okay, dann bleibe ich oberflächlich. Ja. Mir hat, also ich meine, was in Los Angeles zum Beispiel ja immer sehr unrealistisch ist, wer schon mal in Los Angeles war, ist so der Verkehr. Und wie schnell man irgendwie von einem Punkt zum anderen kommt. Und das hast du hier in London halt nicht so stark. Aber es war trotzdem unrealistisch. Es war trotzdem ein bisschen unrealistisch, ja. Mir hat gefallen, dass Heller zurückkam als Präsident. Mhm. Kim Raver hat mir ganz gut gefallen in ihrer Rolle. Unser, wie hieß er noch gleich? Wie hat dir denn Gbenga Akinakwe gefallen? Wer war das noch gleich? Das war Eric Ritter. Chris Partlow from The Wire, bitch. Ach so, der Partner von Yvonne Strahovski? Ja. Ja, der war auch gut. Das war wieder so ein typischer, es gibt auch immer so in den Staffeln, es gab zum Beispiel Chase damals. Ja. Oder, wie hieß der andere, gespielt von, wie hieß er noch gleich? Den einen da war ich mir nicht aufgeschrieben. Jedenfalls gab es schon mal so einen Partner, der ist auch, das war auch ein farbiger. Ach ja, ich weiß, wen du meinst. Weißt du zufällig den? Nee, genau. Ja, uns fällt es nicht ein. Also der Typus Chase oder Tony so ein bisschen, obwohl Tony immer noch ein anderes Level ist, aber so größer, ja. Der Adjutant. Jetzt haben wir hier zum Beispiel auch noch diesen als zweiten Typen, diesen schweigsamen Kumpate, den Jack am Start hat, den er irgendwie geholfen hat, der ganz schweigsam ist. Mit ihm haben wir auch ein Interview übrigens, mit Branko Tomovic zu finden bei uns auf der Seite. Aber insgesamt hat mir die Staffel auf jeden Fall gut gefallen, vor allem, und das ist jetzt auch kein Spoiler, weil es das Ende einfach rausreißt. Ja. Das hast du auch in deinem Review geschrieben. Definitiv, es ist ein perfektes Ende für diese Staffel. Ja, also ich hatte drei Highlights in dieser Staffel. Das war der Auftakt, weil ich mich unglaublich darauf gefreut habe, dass 24 zurückkommt. Dann war es die eine Episode, wo Jack Bauer fast nicht vorkam. Und das war sehr interessant zu sehen, wie das ausgeglichen wird da durch die anderen Darsteller und die anderen Charaktere. Das haben sie meiner Meinung nach sehr gut gemacht und haben damit vielleicht sogar einen Abschied, obwohl ich es mir nicht vorstellen kann, von Jack Bauer aus der Serie vorbereitet. Und das Ende hat es für mich auch nochmal rausgerissen, weil es einfach emotional mitreißend war, weil die Actionsequenzen unglaublich gut umgesetzt waren. Also das macht 24 immer noch fast konkurrenzlos gut. Ich weiß nicht, was Action-Szenen angeht, kann man vielleicht noch Strike Back anführen, was relativ gute Action-Koordination Arrow. Hat. Arrow habe ich leider nicht gesehen, aber hört man auch immer wieder, dass die richtig gute Action-Sequenzen drin haben. Und von daher hat mir die letzte Episode hat wirklich viel gerettet für mich, weil also über den gesamten Verlauf der Staffel habe ich schon immer wieder so gedacht, okay, das ist jetzt eigentlich mehr von dem, was wir schon tausendmal gesehen haben und es gibt jetzt nichts wirklich Neues, obwohl die Serienschöpfer angekündigt hatten davor, dass sie eine neue Ausrichtung machen wollen und das hat man eigentlich nicht erkannt und deswegen war es so ein bisschen enttäuschend und es ist auch irgendwie nicht so ganz einfach, die Serie zu rezensieren, weil wenn man länger drüber nachdenkt, wenn man kritisch dran geht, dann fallen einem halt Sachen auf, die man als Fan oder als Casual-Zuschauer irgendwie vielleicht übersieht oder auch übersehen will. Ich meine, ich bin selbst Fanboy von 24, ich werde mir auch jede weitere Staffel, falls noch welche geben sollte, anschauen, aber wenn man da mit einem kritischen Auge drauf guckt, dann fallen einem doch einige Sachen auf, die ein bisschen unrund laufen. Aber von so die Performances, Sutherland macht das natürlich wieder großartig. Ich glaube, die Serie wird einfach ohne ihn nicht funktionieren. Also er bringt da so viel Ernst mit. Ich habe auch irgendwo ein Interview gelesen, dass das von Sutherland selbst kam, diesen großen Ernst, den er in die Rolle brachte. Also sie hatten den Charakter früher als etwas lustigeren oder halt so ein bisschen lockerer, so ein bisschen auch Agentenparodie-mäßig haben sie das sich überlegt. Und nur durch Sutherland wurde die Rolle von Jack Bauer eben so, wie sie jetzt auch schon immer ist. Ja, also die hat sich ja quasi auch nicht verändert. Ja, aber das ist was man auch wirklich, also was ich stark fand, war auch, ich könnte Sutherland, glaube ich, selbst nur an seiner Jack Bauer-Gestik erkennen. Also, was er typisch macht, zum Beispiel, wenn jemand mit ihm redet und er nichts dazu zu sagen hat, es aber verarbeitet, dann bewegt er den Kopf immer so nach unten und verschiebt ihn so leicht nach rechts. Also, das macht er nur in dieser Rolle. Ja. Er hat da so ein paar Mechanismen, die er wirklich nur als Jack Bauer macht. Und das baut er in seine Gestik ein. Also, ich könnte wirklich, daran kann man ihn schon erkennen. Das macht, er ist wirklich sein Charakter. Man merkt, es ist nicht Kiefer Sutherland in einer Rolle, die austauschbar im Vergleich zu anderen ist. Er ist Jack Bauer und da
dann wird man ihn noch immer erkennen. Auf jeden Fall. Es ist seine Karriererolle, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ich glaube nicht, dass er davor nochmal irgendwie was Vergleichbares gemacht hat, das, woran man sich jetzt noch so lange erinnern wird. Wie was ist mit Touch? Und er wird danach auch nichts mehr machen, wenn er nicht gar als einfach Jack Bauer bleibt. Und True Detective Season 3. Genau. Ja, schön. Dann haben wir uns jetzt mal kurz ausgelassen über die 9. Staffel, spoilerfrei. Und ich würde sagen, dann tauchen wir jetzt einfach mal ein in unseren Spoiler-Teil und sprechen einfach hoffentlich etwas geordnet. Vielleicht machen wir noch ein Piep, 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 Piep. Ab jetzt gibt es Spoiler zur ganzen Serie. Ja, weil es ja auch, wir machen ja nicht, Entschuldigung. Wir machen ja nicht jeden Tag einen 24-Podcast, deswegen dachten wir uns, dass wir ein bisschen die Serie im Ganzen würdigen. Und da habe ich einfach so eine Liste von so ein paar Figuren gemacht, die erinnerungswürdig waren in der gesamten Serie. Wir werden später, glaube ich, auch nochmal ein bisschen mehr spoilen zur 9. Staffel, aber erstmal grundsätzlich zu den ersten 8. Hm. Und zwar ganz klar, eine der erinnerungswürdigsten Figuren ist aus der ersten Staffel gleich Nina Myers, gespielt von Sarah Clark. Und als ich damals diese erste Staffel gesehen habe von 24, da hat man halt nicht damit gerechnet, was da passiert, ne? Das war einfach nicht da gewesen, dass man sowas macht. Also ich meine, wir sind jetzt wirklich im Spoiler-Teil, letzte Beep, Beep, Beep-Warnung. Wirklich, für alle, die 24 die erste Staffel noch nicht gesehen haben. Aber es ist jetzt auch schon 13 Jahre her. Ja gut, also ihr seid auch selbst schuld, wenn ihr 24 bisher noch nicht gesehen habt. Aber vielleicht regt euch ja auch unsere Diskussion jetzt an. Ihr denkt euch, was, das ist wirklich in 24 passiert? Und dann guckt ihr die Serie einfach. Das kann ja auch sein. Macht das mal. Also Nina Myers war ja sozusagen in der ersten Staffel der Confidant von Jack Bauer und so. Die war sie so ein bisschen vergleichbar mit Chloe später? Also ich glaube, noch stärker. Sie haben ja auch eine Affäre miteinander gehabt. Stimmt. Ne? Ja, sie war nicht stimmt. Ich glaube, das werden wir heute sehr oft hören, dass einer von uns drei sagt, stimmt, das war ja auch noch. Also ihr müsst auch verzeihen, wir haben uns jetzt nicht nochmal alle 8 Staffeln angeschaut, aber wir haben sie halt alle gesehen. Oder wie könnt ihr nur? Was ist das für eine Vorbereitung für einen Serien-Junkies-Podcast? Aber Nina Myers, sie hat ihn unterstützt. Sie hat sie war die Vertrauensperson für absolut, ihn einfach. In der ersten Staffel. Und Jack Bauer war ja auch schon in der ersten Staffel so ein bisschen gebrochen, ne? Da kieselte es so ein bisschen. Ja, es hat ja damit angefangen, dass er zu seiner Frau zurückgeht und dass sie ihm nochmal eine Chance geben will. Oh. Terry Bauer. Terry. Und, never dann, forget. Dann wird er ja... Rest in peace, Terry! Ja, der schlimmste Moment eigentlich in ganz 24. Ja, schauen wir mal. Also ja, können wir später nochmal ein kleines Ranking aufstellen, würde ich sagen. Aber man hat ja über lange Zeit, also lange Strecken der ersten Staffel hat man ja geglaubt, dass Tony Almeida der Maulwurf ist. Ne? Ja. Also es hat die Serie schon super geschickt aufgebaut, dass man dachte, er wäre irgendwie derjenige, der Jack verraten würde. Und das ist auch für diejenigen, die jetzt trotz Spoiler-Teils das erste Mal irgendwie was von 24 hören, es gibt in jeder Staffel irgendeinen Maulwurf. Oder das ist ein Automatismus, den mehrere Maulwurf. Maulwurf gibt. Es gibt insgesamt in der Serie 15 Verräter. Also Statistik-Tim hat euch für euch die Zahlen parat. 15 Verräter auf 8 oder 9 Staffeln ist schon eine Hausmarke. Also im Schnitt so 2. kann man so hochrechnen. Sagen. Thanks, Mr. Math. Ja, genau, und Sarah Chalk, wie hieß sie? Nee, nicht Sarah Chalk. Sarah Clark. Sarah Clark, genau. Nina, ja. Sarah Chalk, sie aus Scrubs. Nina. Nina hat ja auch Deutsch gesprochen, ne? Sie hatte ja doch auch dann Verbindungen zu irgendeinem deutschen Geheimnis. Die Deutschen? Bruder, da hätte ich auch noch mal ein paar Facts. Was denn? Jack Bauer spricht fließend Russisch, spricht fließend Deutsch, fließend Spanisch, Arabisch und versteht Serbisch. Er versteht ihn nur Serbisch. Er versteht es, er kann es vielleicht nicht sprechen. Ja, das war doch auch dann der Big Bad am Ende von der ersten Staffel, war doch auch so ein Serbo-Kroate. Das war doch Dennis Hopper. Dennis Hopper? Das war doch Dennis Hopper dann. Das musste ich überlegen. Es war jemand sehr Bekanntes. Ich glaube auch, du hast recht. Also es war Dennis Hopper und dann gab es aber noch einen schlimmeren, das war nämlich Psycho Ivanek, der in jeder Serie einmal auftreten darf. Aber der kam nur noch später, oder? Der war aber auch am Ende von der ersten Staffel. Also die erste Staffel handelt ja erstmal grob gesagt davon, also stimmt, du geht voll blöd, dass jemand einen Attentatsversuch auf Senator David Palmer machen möchte, gespielt von Dennis Haysbert. Ja. Und Jack soll es verhindern. Das ist ganz grob gesagt die Handlung von Staffel 1. Und dann gibt es natürlich auch noch Wendungen bis zum geht nicht mehr. Es geht sogar so weit, dass sie ein Flugzeug in die Luft sprengen lassen, damit sie an die ID von einem Fotografen kommen,
damit sie sich einschleichen kann auf einer Wahlkampfveranstaltung von Palmer. Ja, also daran erkennt man schon, das ist, glaube ich, die allererste Episode, ne? Ja, und die erste Staffel endet dann einfach mit dem größten anzunehmenden Unfall. Also ja. Palmer ist gerettet quasi, ja. Aber Nina, wie hieß sie? Nina Myers. Bringt eben Terry Bauer um. Ja, Jack hat den Tag gerettet, aber seine Frau wird umgebracht. Größtmöglicher Kollateralschaden. Schon, also das war wirklich. Und die Kinnlade klappt hier nur so runter. Ja. Das war ein Magenschlag, ja. Ja, nicht nur, dass Nina ihn verrät, sondern dass sie auch noch so weit letzten Endes geht, um ihn zu treffen. Und hat sie das nur gemacht aus Rache gegen ihn? Oder hat sie das... Es hatte Sinn und Zweck, glaube ich. Sie wollte ihn, soweit ich weiß, auch ablenken. Es hatte, glaube ich, den Sinn, dass sie ihre Flucht gedeckt hat noch zusätzlich. Stimmt, sie flieht ja dann am Ende. Ja. Sie entkommt. Also sie musste Terry nicht umbringen, soweit ich das... Also, aber sie wollte. Sie wollte es definitiv. Sie ist German. Und ja, in der ersten Staffel war ja auch noch Jack nicht nur damit beschäftigt, Palmer zu beschützen, sondern auch seine Tochter Kim. Beste! Aus der Gefangenschaft von irgendwelchen Entführern. Aber die Entführer hatten auch was mit dem Anschlagsleuten zu tun, ne? Ich glaube, über damit, drei Ecken, ja. Damit Jack halt abgelenkt ist. Mhm. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es schon in der ersten Staffel mit dem Berglöwen oder war es erst in der zweiten Staffel? Es war in der zweiten Staffel. Mit das Johnny Drama, Mann. Okay, es gibt halt auch eine Staffel, wo sie so Babysitter für so ein kleines Kind spielt. Das ist das mit dem Berglöwen, ne? Ja, das ist die zweite Staffel, ja. Und können wir uns darauf einigen, ist Kim Bauer die nutzloseste Figur im 24-Mythos oder im Serienuniversum allgemein? Also für mich ohne Frage, ja. Also ich weiß nicht, wie oft, also sie glänzt dadurch, dass sie sich entführen lässt. Also ja. Das ist, glaube ich, das ist größte Charakteristika von ihr, ist es wirklich, sie ist gut im Entführtwerden. Sie ist doch in den späteren Staffeln, ist sie doch dann auch irgendwie selbst bei CTO. Ich glaube schon, ja. Sie ist dann selbst Agentin. Selbst dann. Und Agentin oder eher Bürokraft? Tippse. CDU-Tippse. Ja, was gibt's noch für herausstechende Momente? Tony Almeida. Definitiv. Carlos Bernard. Einer der Fan-Favorites, würde ich sagen. Also er ist immer so... Mein persönlicher Favorit, würde ich sogar durchaus sagen. Sympath durch und durch. Jetzt rekonstruiert nochmal die Szene, also die Szene aller Szenen von Tony Almeida. Wie er Jack rettet in dieser Garage, wie er auf einmal wieder auftaucht, weil man denkt ja bis dahin, er ist tot. Ja. Ne? Erinnert ihr euch daran? Aha. Und ich krieg's aber nicht mehr zusammen, was da genau die Zusammenhänge waren. Die Szene, in der seine Charakterwendung aber kam, meinst du dann? Nein, ich meine die Szene, in der er wieder auftaucht und Jack rettet. Das war für mich die größte What-the-fuck-Moment-Szene in ganz 24. Aber das Problem an Tony Almeida ist, ich glaube, er stirbt zweimal, oder? Ja. Also einmal glaubt man, er ist tot und einmal... Ja, er könnte doch sowieso jetzt immer noch zurückkehren, oder? Das ist was ich mich auch gefragt habe. Theoretisch, laut Storyline, ist jetzt auch dann ein Riesenspoiler, ist er momentan noch im Gefängnis. Das heißt, einer von den Executive Producern hat sich mit ihm zum Essen getroffen, wurde vor 5-6 Monaten, also ich glaube im Dezember 2013, hat er getweetet, hat dann gesagt, ich treffe mich gerade mit Carlos Bernard zum Essen. Mhm. Kann jeder interpretieren, wie er will, hieß es dann. Die meisten haben dementsprechend gedacht, dass er jetzt in der aktuellen Staffel eine falsche Fährte. Ja, schon. Allerdings glaube ich trotzdem, dass er, gerade wenn die Figur nicht tot ist, und das ist immer noch die beliebteste oder eine der beliebtesten Figuren der Serie überhaupt, er wird nochmal auftauchen. Tony Almeida muss natürlich auch immer zusammen mit seiner Frau nennen, Michelle Dessler. Mhm. Obwohl, sind sie am Anfang schon zusammen? Nein, die kommt ja erst in der dritten. Aber das ist halt so das Traumpaar von 24. Ja. Ne? Also ich meine, da kannst du richtig shippen, was das Zeug hält. Gespielt wird sie von, wie hieß sie noch, Reiko Ellsworth. Mhm. Also wir haben jetzt auch gar nicht rekonstruiert, was du genau meinst mit der Rettung von... Wisst ihr nicht, was ich meine? Da ist Jack Bauer irgendwie sitzt in der Patsche, wird irgendwie gerade umzingelt von drei oder vier Angreifern und dann kommt plötzlich aus dem Nichts, kommt einfach Tony Almeida, es ist Spiel in so einer Garage und dann kommt er und rettet Tony und dann rettet Jack und dann sind sie irgendwie wieder Best Buddies und Tony ist einfach wieder bei der CDU. Und danach wird er erst böse. Stimmt, denn er war auch als Verräter gebrandmarkt. Ich habe nämlich auch die Verräter. Ja. Es gab insgesamt 35 Personen, die Landesverrat begangen haben, rein technisch. Und Tony Almeida gehörte dazu. Ich meine nämlich in der dritten Season.
Und deswegen hat auch niemand von ihm erwartet, dass er da noch rettend eingreift. Er war auf jeden Fall davor. Spielt die Szene, die du beschreibst, vor oder nach dem Angriff auf die CTU, wo so flächendeckend einmal die CTU platt gemacht wird? Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Das passiert vor allem nicht nur einmal, dass ja, die CTU genau. Leicht im Bedrängnis gerät. Aber auf jeden Fall Jack Bauer und Tony Almeida. Traumpaar. Guy Love und überhaupt. Genauso wie Tony Almeida und Michelle Dessler. Hm. Wen habe ich mir hier auch noch aufgeschrieben? Es gibt ja immer so Figuren, mit denen Jack Bauer aneinander gerät, diese Autoritätspersonen sind. Und da habe ich mir hier aufgeschrieben George Mason. Gespielt von Xander Berkeley. Ja. Und da ist vor allem natürlich sein Ende. Da sein Charakter gestorben. Erinnert man sich, super. Ja. Ja. Am Ende der zweiten Staffel, ne? Zweite oder dritte? Ja, es ist halt schwer, das zu verorten, ne? Ja. Aber es ist die zweite Staffel, ich bin mir jetzt sehr sicher. Ja, ja. Da geht es darum, dass. Da geht es in der ganzen Staffel darum, dass. Dass die Terroristen im Besitz einer Atombombe sind. Ne? Ja. Und da gibt es auch diese schöne Storyline am Anfang mit diesem präsidentiellen Football, mit diesem genau. Buch, wo alle Codes drin sind. Ja. Da musste ja auch ein Flugzeug abstürzen dafür, dass das gefunden wird. Ja, natürlich, das präsidentielle Flugzeug wird ja am Anfang der Staffel abgeschossen. Ja, und dann gibt es ein ja. Und dann. Only on 24. Am Ende der Staffel, wenn wir den Puma überstanden haben, kommt es dazu, dass George Mason, der schon mal davor Radiation Poisoning gehabt hat, also der ist quasi zum Tode verurteilt. Ja, besonders tragisch auch. Der erklärt sich bereit, das Flugzeug mit der Atombombe in der Wüste explodieren zu lassen, aber Jack Bauer sagt, nein, du bist so krank, du kannst es nicht machen. Ich mach's. Ich rette die Menschheit einmal mehr, oder USA zumindest, oder zumindest Los Angeles. Und dann fliegt Jack irgendwie gemütlich mit seinem Propellerflugzeug in der Wüste rum. Und dann kommt irgendwie George Mason aus dem Kofferraum gekrochen und sagt, Jack, komm jetzt, spring runter, du kannst dein Leben noch retten. Und dann überredet er ihn und George Mason stirbt als Held. Ja. Und in einer Atompilzwolke. Genau. Ich glaube, das ist auch, wenn ich mich da richtig erinnere, die zweite Silent Clock, die es in dieser Serie gibt. Wir sollten vielleicht diese Mechanik mal kurz erläutern. Und zwar wird oft, wenn entweder zur Werbung geschaltet wird oder ein Schnitt kommt und die Szenerie gewechselt wird, läuft eine Uhr weiter und das wird auch durch laute Sekundenzeigergeräusche angekündigt dann. Ja. Und immer wenn einer der Hauptcharaktere und auch ein guter Charakter letzten Endes stirbt, läuft diese Uhr leise herunter und macht keine Geräusche. Ich dachte ja, die erste Silent Clock wäre bei Ryan Chappelle gewesen. Weil ich weiß noch, wie ich damals da saß und dachte, what the fuck, das können sie einfach nicht mehr toppen. Das ist jetzt das Schlimmste, was sie jemals gemacht haben. Ich überlege gerade, also Terry Bauer müsste auch einer gehabt haben, will ich mal sagen. Ja, also ich weiß es nicht genau, aber ich könnte es mir vorstellen. Da du schon Ryan Chappelle erwähnst, wie ist denn Ryan Chappelle zu Tode gekommen? Ja, Ryan Chappelle wurde erschossen von Jack Bauer. Das war auch also emotional mitreißende, aufwühlende Szene. Also da wirklich... war für mich einer der größten What-the-fuck-Momente in der ganzen Serie. Und ich weiß aber nicht mehr genau, wie es dazu kam. Es war auf jeden Fall eine Forderung der Terroristen, dass sie Ryan Chappelle töten müssen, weil er war irgendwie der Einzige, der so einen Code knacken konnte oder irgendwie sowas. Es war so ein Tod, der war natürlich tragisch für Jack Bauer und uns als Zuschauer. Aber im Endeffekt war es so eine Mid-Season-Aktion, glaube ich. Also dass es irgendwann mitten in der Staffel passiert ist und nicht irgendwie... quasi der Weisheitsletzter Schluss war, dass es irgendwie ein Schlüsselmoment war für die ganze Staffel. Ja, das Problem an Ryan Chappelle war halt auch, dass er ja mit Jack Bauer eigentlich die ganze Zeit Streit hatte. Ja, also er war immer so der Er war der erste CTU-Chef, oder? Den wir so mitbekommen haben? Er war einer der ersten auf jeden Fall. Ich glaube, das passiert in der vierten Staffel, dass er erschossen wird. So. Und er war immer derjenige, der Jack Bauer halt versucht hat, an der Leine zu halten. Und hat nicht Jack Bauer ihn auch mal irgendwie... sediert oder sowas? Bestimmt. Oder das, ich sag mal mit, ja. Das war mit George Mason, glaube ich. Ich meine, das war halt mit George Mason. Ja, stimmt, der hat in der gleichen Season gemacht. Genau. Gab es auch mal die Knockout-Spritze. Das ist jetzt so ein bisschen unser kleines Jack Bauer Festival, wo wir nochmal alles aufzählen können. Der nächste Name, den ich hier habe, ist nämlich, passt auch ein bisschen dazu, Chase Edmonds, James Batchdale. Ah, dem haben sie die Hand abgehackt. Genau.
deswegen habe ich ihn genannt. Ja, ja. Den hat Jack die Hand angeklagt. Ja, die hatten, glaube ich, eine Bombe am Start und die war irgendwie mit seiner Hand verbunden. Und dann hatte Jack die Wahl, entweder er, das war sein Schwiegersohn quasi, der war mit Kim zusammen. Und er hatte entweder die Wahl, lass ich ihn jetzt draufgehen zusammen mit der Bombe oder hole ich ihn da raus aus der Situation. Und da war gerade eine Axt zur Hand. Da hat er einfach mal beherzt zugeschlagen, bis sein Arm abfand. Stimmt, er hatte so eine komische Konstruktion, so eine Sicherheitskonstruktion am Handgelenk. Und da war die Bombe irgendwie dran. Und da war halt ein Code drin, den man nicht knacken konnte. Und dann hat er einfach seine Hand abgehackt und hat ja die abgehackte Hand mit der Bombe dann in so einen Kühlschrank geworfen. Und die ist dann einfach so explodiert. Und dann ist gar nichts passiert. Gotta love 24. Lange gezögert hat Jack sowieso nicht. Nee. Ich glaube, gerade in der Season davor, in der zweiten, muss er doch sich einschleusen lassen in ein Verbrechersyndikat, beziehungsweise in Mexiko, natürlich. Und er braucht aber das Vertrauen von dem. Wie bekommt er das Vertrauen? Ja. Indem er einfach mal, sie haben jemanden, der dazugehörte? Oder das war ein Feind, das war jemand, der auf der anderen Seite arbeitet. Das war ein Feind dieses Kartells. Ach, den muss er dann erschießen, ne? Und ja, der war gerade im Verhör. Ich glaube, mit Chappelle oder Mason, ich weiß ja, aber einer war, verhörte den gerade und Jack sagte, er sieht gerade nur eine Möglichkeit hier. Und da jetzt, er hat ja chronisch keine Zeit. Damn it, we have no time! Es musste schnell gehen, er nietet ihn mal kurz zur Hand um, sagt dann einmal zu, ich meine, das war Chappelle, sagt, er soll ihm eine Säge holen. So, dann wird es umgeschnitten, er kommt dann beim Kartell an, mit einem sehr verdächtigen Rucksack in der Hand. Man hat den Kopf dabei. Ja, stimmt. Richtig. Ja, ja. So, Breaking Bad, noch so eine Sache. So hat er das Vertrauen von denen gekriegt. Er hat ihn einfach mal den Kopf des Feindes gebracht. Wie geil ist das. Da war er drin an dem. Jack. Janky Boy. Nächster Name. Edgar Styles. Edgar Styles. Louis Lombardi. Ah, ja, ein grandioser Sidekick zusammen mit Chloe. Ich glaube, die waren so ein bisschen gleichzeitig sind die aufgetaucht. Waren sie so die Comic Relief Charakter, die auch bitter benötigt waren ab einem bestimmten Zeitpunkt. Edgar Styles ist tragisch zu Tode gekommen, ich glaube in der siebten Staffel oder in der sechsten Staffel. War nicht sogar auch mal mit Chloe zusammen? Nee, das war jemand anders, das war Maury. Ja. Maurice. Und für ihn gab es auch einen Silent Countdown. Edgar Styles, so ist er immer ans Telefon gegangen. Das war unser Lieblings-IT-Sympath. Jetzt Chloe und natürlich, der widmen wir uns vielleicht auch noch in der Besprechung der 9. Ja. Aber Chloe ist erst ab 2005 zur Serie gekommen. Also die ist relativ spät erst dazu gestoßen und ist seitdem irgendwie fest Inventar. Ist sozusagen Jacks aller engste Vertraute, die ihn immer schnurstracks den Weg weist und alles möglich macht. Also was Chloe kann, so im Computerbereich, im IT-Bereich, ist eigentlich, weiß ich nicht. Man würde es auch Hacker-Wizard nennen, glaube ich. Man würde es Deus Ex Machina nennen. Das auch. Plot-Device. Aber auf jeden Fall. Aber wir haben ja auch diese fantastische Szene am Ende von der 9. Staffel jetzt nochmal mit Chloe. Also das können wir später nochmal drauf kommen, aber das ist schon schöner Moment gewesen. Gespielt von Marilyn Rice Cup. Und das Schöne an Chloe war halt auch immer, dass sie so ein bisschen diesen sarkastischen Unterton hatte und immer so eine Schnute gezogen hat. Ja. Das ist besonders schön an Chloe. Wir kommen zur Familie Palmer. David Palmer, Dennis Haysbert, Senator, später Präsident, Wayne Palmer, Präsidentenbruder und später Präsident, beide tot. Ja. Spoiler. Und wen ich hier nochmal gesondert nennen wollte, ist Sherry Palmer. Penny Johnson. Weil Sherry Palmer, die Frau von David, war sozusagen. Wurde die nicht auch böse? Die Queen Bee oder die Super Bitch für so eine gewisse Zeit in der Dingens. Was die so für Intrigen gesponnen hat. Stimmt. Das ist so ein Charakter, so ein typischer. Love to hate. Love to hate. Genau, das war die. Ja, das ist sie definitiv gewesen. Weil sie hat immer so im Hinterzimmerchen irgendwelche Deals gemacht, hat ihre Familie irgendwie. Hat ihre Familie in Schwierigkeiten gebracht und irgendwie sich versucht, selbst zu bereichern. Das war so ihre auszeichnende Qualität, finde ich. Ich weiß jetzt leider gar nicht, wie sie dann aus der Säge geschafft wurde. Die wurde nochmal zum Asset für Jack Bauer auf jeden Fall. Sie hat dann später nochmal mit Jack Bauer zusammengearbeitet und sie kam, glaube ich, auch nochmal zurück, als keiner damit gerechnet hat. Gab es nochmal irgendwie einen Auftritt von Sherry Palmer, aber ich glaube, sie ist dann auch gestorben. Ich glaube, in ihrer Wohnung gab es mal einen kleinen Showdown mit ein paar anderen Charakteren, bei dem sie dann
abgetreten ist. Aber und die Palmers sind schon mit die besten Präsidenten in 24, oder? Ja, man muss vor allem auch sagen, dass die Palmers die ersten oder schwarzen Präsidenten von Amerika waren, noch bevor... Prä-Obama. Eben. Und da ist 24 natürlich auch Vorreiter, also nicht nur die ersten schwarzen Präsidenten, sondern, ein Vorreiter bedingt, weil es gab 2005 auch die Serie Welcome Mrs. President, da war Gina Davis Präsidentin, aber sie hatten auch eine weibliche Präsidentin, bevor es dann in der Realität so weit war. Es ist ja bisher noch nicht so weit. Apropos Statistik-Themen, hast du die Präsidenten alle am Start? Willst du alle Namen hören? Ja, gerne. Ja, wir haben Zeit. Damn it, we have time! Endlich mal. Ja, insgesamt waren es 9. Oh, gar nicht so viel. 9 Staffeln. Ja. Geht sogar. Lächerlich. Ja, also zum einen David Palmer. Beste. Durch einen Sniper ausgeschaltet. Oh, oh ja, auch krasse. Das war sogar in einem vierte oder in einer Auftaktepisode. Meine vierte, direkt am Anfang der Staffel. Dann, manche sind auch etwas unscheinbar oder auch kurz so Interimspräsidenten gewesen, wenn mal gerade einer kurz... Der eine aus Auf Schlimmer und Ewig war ja auch mal Präsident. Es gab doch auch so einen super bösen Präsidenten. Ja, auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Es gab James Prescott, ich meine, der wurde mal, war kurz Interimspräsident, weil... Das war wahrscheinlich der dann für... Es gab doch einen, weil in der ersten Staffel war ja Palmer noch kein Präsident. Ja. Da gab es ja noch einen anderen Präsidenten. Ja. Der wurde doch das könnte Prescott gewesen sein, glaube ich sogar. Ja. Dann gab es John Keeler, der war Day 4 in der vierten Season Präsident, wurde mitsamt der Air Force One abgeschossen. Und natürlich. Ja, das passiert halt einfach mal. Weil was aus dem geworden ist, war unklar, denn er hat zwar überlebt, aber war im kritischen Zustand. Es wurde auch danach nicht mehr groß erwähnt. An seiner Stelle, wenn ich jetzt hin trat, dann Hal Gardner. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Also, ja, es gibt ein paar, da weiß ich auch nicht genau mehr, welche das wirklich sind. Also es ist auf jeden Fall, wurde dann der Vizepräsident eingeschworen, ja. Musste dann an die Stelle treten. Powers Booth war ja auch mal Vizepräsident. Hm. Ja, müssen wir eigentlich genau, aber es ist ja auch... Naja, und wer bleibt uns in Erinnerung? Welcher Präsident? Eben, es gibt mehrere, die in Erinnerung bleiben. Einmal dann noch Wayne Palmer, nächste Palmer, das ist der Sohn von Präsident Palmer gewesen. Auch, warte mal, war es der Sohn oder war es der Bruder? Bruder oder so? Oh, stimmt, der war der Sohn, der Bruder, aber er sah also wesentlich jünger aus, muss ich sagen. Vielleicht habe ich das halt so einen Problemsohn, hatte der doch auch in der ersten Staffel. Ja, auf jeden. Da war's, ja. War der nicht drogenabhängig oder so? Ja, der hatte irgendwie Scheiße gebaut. Der hat auch das Zeitliche gesegnet. In Day 8 war es, da wurde er Opfer eines Bombenanschlages, wurde nicht mehr ganz rechtzeitig aus dem Raum geschafft. Lebte aber danach noch, wurde dann auch wieder fit gespritzt letzten Endes. Robo-Präsident. Aber ist dann, das muss ich auch sagen, sehr überraschend. Einfach wegen, er hat dann wohl ein Hämatom dann gehabt im Gehirn, ist dann auf einmal umgekippt ein paar Folgen später. Mhm. Aha, ja, den haben sie wahrscheinlich rausschreiben müssen, weil der irgendwo anders... Möglicherweise. Der Schauspieler irgendein anderes Engagement hatte. So, dann hatten wir noch Hal Gardner, aber auch jemand, den ich nicht mehr in Erinnerung habe. Dann Alison Taylor. Die weibliche Präsidentin, ja. Noch am Leben, musste zwar abtreten in der achten Staffel. Und ja, dann bleibt noch der letzte übrig, der auch aktueller Präsident in der neunten Staffel geworden ist, Präsident James Heller. Ziemlich grandios gespielt von William Devane. Hast du jetzt Logan überhaupt gesagt? Nee, den wollte ich. Den wollten wir auch. Stimmt, den haben wir auch vergessen. Unser aller Lieblingspräsident. Der muss natürlich. Also Präsident Logan, gespielt von Gregory Itzen. Das ist vielleicht der erinnerungswürdigste Präsident, weil er einfach so. Inkompetent ist. Inkompetent und böse und. Aber er wurde doch dann auch irgendwann wieder gut, oder? Ja, er hatte auch so eine Frau noch am Start, die hatte auch irgendwie irgendwelche Probleme, wenn nicht sogar Alkoholismus die war so, super, ne? Oder Tablettenabhängigkeit. Ja. Aber er hat mich halt immer so an Richard Nixon so erinnert, auch von seinem Spiel her. Und ich glaube, das überhaupt, war Absicht. Er war, glaube ich, ganz stark an den orientiert. Ja. Oh, und überhaupt, was der immer gemacht hat. Ach, Logan. Ja. Sollen wir jetzt mal den Sprung zur neunten Staffel schaffen oder hast du noch ein paar der ehrwürdige Momente? Also das waren jetzt auch so die wichtigsten Figuren auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch ein paar erinnerungswürdige Momente, die ich hier nicht unter den Tisch fallen lassen möchte. Weil wir sie noch nicht Jack Bauer nimmt Heroin. Mann! Das war klar.
Den musste ich dir einfach klauen. Oh, es gibt wirklich einen Moment, da ist Jack Bauer irgendwie deep undercover und nimmt Heroin. Ja, dann hat er doch auch eine halbe Staffel lang, ist er doch dann... Ja, aber er kommt in einer halben Staffel runter, wie machst du das? Na ja, Jack Bauer sein. In einer halben Staffel, was man dann natürlich sagen muss, es ist ein halber Tag. Ja, aber er spitzt sich halt und dann kommt er echt davon runter. Ja. Weil er muss für die Country. Ja. Es gibt übrigens auch noch einen Atombombenanschlag in Valencia. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch dran erinnert. Nee. Das passiert auch. Das passiert sehr oft. Ja. Dann gibt es zwei Sachen, wo ich mir kreative Kills aufgeschrieben habe. Einmal gibt es, glaube ich, so eine Vertragsunterzeichnung und dann ersticht jemand seinen Wärter mit einem Kuli. Stimmt. Ja. Und dann gibt es sowas, das wurde später von Walking Dead kopiert. Und von The Blacklist? Ich weiß gar nicht, ob es Jack Bauer war oder ob es irgendein Terrorist war. Auf jeden Fall hat jemand dem anderen die in die Kehle gebissen und ihn so getötet, weil er nichts anderes zur Verfügung hatte. Das war ja wahrscheinlich Jack selbst. Oder? Das könnte Jack gewesen sein. Aber Jack war doch auch einmal klinisch tot. Wisst ihr das noch, als er so gefoltert wurde? Ja, stimmt. Hat er an so einem Fleischerhaken gehangen und er war klinisch tot und ich weiß gar nicht mehr, wie er dann... Ich glaube, es war auch von einer Episode zur nächsten und dann wurde er wiedererweckt. Ja, aber von wem? Von Tony Almeida oder so? Ich glaube, von so einer, weißt du, was man ins Herz geschossen bekommt? Dieses Adrenalin? Oder Adrenalin wahrscheinlich, ja. Und dann hat er wieder gelebt und dann hat er, glaube ich, irgendwie so eine halbe Folge gebraucht, bis er wieder fit war. Ein anderer Lieblingsmoment, auch zwischen den Staffeln, das ist sowieso immer grandios, was im Auftakt von so einer 24-Episode passiert, wenn eine neue Staffel ist. Jack Bauer kommt aus chinesischer Kriegsgefangenschaft zurück, mit langem Haaren, langer Bart, langen Fingernägeln, in Ketten abgeführt. Und er sieht einfach aus wie der Hobo vor dem Herrn, wie so ein super Landstreicher. Aber auch da irgendwie eine halbe Folge später, er ist glatt rasiert und wieder ready for action, weil das sein Land ihn braucht. Ja, da konnte er sich, während er gefoltert wurde, in der Zeit hat er sich darauf vorbereitet. Eigentlich. Da hat er schon Schlagpläne gemacht. Es gab auch noch diesen einen großartigen Tod in der zweiten Staffel. Und zwar gab es da diesen Terroristen, der einfach nicht sagen wollte, wo die Bombe versteckt ist oder so. Und dann haben sie seine Familie gekidnappt, irgendwo im Iran oder so. Und dann hat Jack so getan, als würde er die erschießen lassen, die Kinder. Ja, und dann hat er geplaudert und dann hat er gesehen danach, dass das ein Fake-Out war. Mhm. Und dann war der gleiche Typ, war dann irgendwie eine halbe Folge später in Flammen gestanden und saß halt gefesselt auf einem Stuhl. Das war ein unglaubliches Bild. Ja, das waren, glaube ich, auch so meine Lieblingsmomente in diesen drei Staffeln. Ja, ausnahmsweise auch nicht von Jack umgebracht. Also, wer sich mal gefragt hat, wie viel Menschen Jack, und dabei zählen wir jetzt wirklich tot verursacht und nicht nur schwer verwundet oder so wirklich umgebracht hat innerhalb der Staffel. Der Bodycount. Also nur von Jack, nicht mal durch andere Leute. Er ist schon, ich weiß nicht, ab wann zählt man als Massenmörder? Weiß ich nicht. Es ist schon. Aber es geschieht ja alles im Sinne des Guten. Natürlich. Es sind insgesamt 309 Menschen. Respekt. Hast du auch die Anzahl der Presidential Pardons, die er hat? Da braucht er auch einen. Aber er hat ja letzten Endes schon die James Bond Lizenz zum Töten. Also ja, aber man muss ja auch dagegen rechnen, wie viele Leben er schon gerettet hat. Ja. Also die durch vereitelte Anschläge gerettet wurden. Wäre Jack Bauer nicht da, wäre L.A. eine Nuklearwüste. Nicht nur L.A., also... Ich glaube, das ist durchaus gerechtfertigt, diese 309 Tode. Ja. Und davon zumindest in dieser fiktionellen Welt. Wie viel davon waren keine rein bösen Charakter? Das waren ja, ich weiß nicht, ein Bruchteil, vielleicht 5 oder so. Jack hat natürlich auch den super Riecher dafür, ob ein Mensch jetzt noch mehr weiß oder nicht. Ja. Auch wenn er dafür meistens zu weit geht. Ja. Lass uns mal über die Folter reden. Wie habt denn ihr das gesehen? Also fandet ihr das kritisch von Anfang an, dass da so viel gefoltert wurde, dass Jack im Namen des Guten gefoltert hat und vor allem vor dem Hintergrund, was danach wirklich in der amerikanischen Außenpolitik passiert ist? Schwieriges Thema. Go, Adam. Ja. Also ich sehe das immer so, dass ich das im Rahmen einer fiktionellen, drehbuchbasierten Serie bewerte. Ja. Und da ist mir recht, dass er das macht, weil, wie du schon sagst, der Zweck heiligt da die Mittel. Ja. Ob ich es jetzt privat gutheißen würde, dass jemand foltert, nö. Ja. Das ist meine ganz kurze Meinung dazu. Sehe ich ähnlich, es tut der Serie einfach gut,
dass es ist dramaturgisch auch das Beste, irgendwie was passieren kann. Genau, also allein, dass man dann darüber nachdenkt, schon, ob das jetzt legitim ist oder nicht, ist ja schon ein Beitrag. Ich meine, ich weiß es nicht, inwiefern die Autoren dieses Ansinnen gehabt haben oder ob sie dieses Ansinnen gehabt haben, dass alle Zuschauer in Amerika irgendwie aufstehen, fuck yeah, Jack Bauer, gib's den Arabern oder so. Keine Ahnung, aber... Aber damit spielt die Serie auch immer. Ja. Also ich meine, mit den Typen von Schurken, die es gibt. Hm. Also du hast es auch in der 9. Staffel, aber du hast es auch schon davor, dass so die Feindbilder meistens am Anfang präsentiert werden, die vermeintlichen Feindbilder, aber dann irgendwie doch irgendwer ganz anderes dahinter steckt. Meistens ein Amerikaner. Und vor allem oftmals auch Business-Interessen. Ich glaube, am Ende von der 1. Staffel sind sogar irgendwelche, die einen Krieg mit Russland oder so auslösen wollen, damit ihre Waffensysteme verkauft werden. Oder korrupte Politiker oder was weiß ich. Also da ist die Serie schon intelligenter, als sie vielleicht so auf der Oberfläche wirkt. Ja. Es ist natürlich die Gewalt ist natürlich omnipräsent und ja, auch manchmal schwer zu ertragen. Aber was dahinter dann liegt, ist oftmals viel differenzierter, als man es zunächst annimmt. Ich finde auch allerdings, dass sie gerade durch die Kompromisslosigkeit in der Folter und in der Gewalt wird man eher zum Nachdenken angeregt, als wenn das zögerlich geschieht. Irgendwie. Also es ist einfach mal, es wird einem so wirklich mit dem Holzhammer auf den Kopf gehauen, dass man sich wirklich fragen muss, okay, geht das jetzt zu weit oder nicht? Und ich bin glücklicher darüber, dass es in der Fernsehserie passiert, als wenn es jetzt in echt passieren würde. Was es ja leider in gewissen Regionen tut, aber ich habe es lieber, wenn es da verhandelt wird in der TV-Serie. Ja. Das Einzige, was natürlich damit negativ mitschwingen kann, ist, dass die Leute das als Legitimierung ansehen. Ja, klar. Ich meine, das ist das große Problem, würde ich sagen, bei 24, dass halt einfach, dass Jack Bauer jedes Mal recht hat oder die meisten Male recht hat. Also er hat, glaube ich, selten jemanden gefoltert, der es nicht irgendwie verdient hätte. Oder mir fällt jetzt eigentlich gar keine Situation ein, wo es so war. Halt, damit, er weiß es doch nicht. Ist schade. So. Stimmt, also, er lag, glaube ich, bei der Folter noch nie falsch. Und manche foltert er dann nicht, weil er irgendwie erkennt, dass sie doch nichts mehr wissen oder so. Oder andere Figuren machen es so. Also es ist schon auf jeden Fall problematisch manchmal, wenn man es so runterbrechen würde. Aber das soll uns nicht davon abhalten, trotzdem Begeisterung verspürt zu haben, bevor die 9. Staffel angelaufen ist. Alan, du bist mit deinen Highlights durch. Ich bin durch, ja. Also, wir haben jetzt die 9. Staffel. Was passiert denn so? Was sind denn so die einzelnen Highlights? Also wir haben jetzt zum Beispiel, geht eben die Jagd nach Al-Harazi los und ihren Drohnenkommandeuren. Ja. Und das geschieht relativ erfolgreich. Also ich finde da ja schon, erstes Highlight davor noch, die Jagd auf ihre Tochter in der U-Bahn, wie die inszeniert ist, weil du halt da auch mit den zerbrechlichen Momenten von Chloe und Jack zu tun hast. A, weil Chloe eben nicht die perfekte Überwacherin ist, die alles sieht, was mit der passiert. Da hat sie nämlich auch so einen menschlichen Moment. Jack genauso. Stimmt, und wir erfahren ja, dass Chloe ihre Familie verloren hat beim Autounfall. Ja. Noch davor ist natürlich auch die Befreiung von Chloe zu nennen durch Jack, ne? Aus ihrer Gefangenschaft. Stimmt, sie ist ja bei City Youth gefangen. Ne? Ja, man fragt sich vor allen Dingen, was dieser, oder also ich dachte erst, man sieht ja Belichick als erstes, wie er da so ein bisschen mit seinem Van rumhantiert und schon so, irgendwas hat er vor, man sieht ja schon, dass er irgendwas, das ist, man denkt eigentlich klassisch, das ist jetzt der Bösewicht, der was vorbereitet, was, Anschlag oder was auch immer, aber er bereitet sich auf was Böses vor, weil der, also optisch, kann man ihn ja eigentlich nur für böse halten letzten Endes. Deswegen finde ich ihn auch sehr schön gecastet. Also und ja, letzten Endes stellt sich aber dann heraus, dass er Jack dabei unterstützt, Chloe zu befreien. Von daher... Also die Suche nach Al-Harazi führt ja erstmal über eine Niederlage quasi für Jack. Also ihm gelingt es nicht, sie rechtzeitig zu finden. Und Hella, dem vorher die Forderung gestellt wird, er soll sich an sie ausliefern, damit sie ihre persönliche Rache an ihm nehmen kann, stimmt diesem ganzen Plan zu. Und dann haben wir ja die Szene in dem im Emirates Stadium, im ehemaligen Wembley Stadium von London. Wo dann Al-Harazi Hella mit einer Drohnenrakete ins Visier nimmt und wir halt wirklich alle denken, okay, er stirbt jetzt. Der einzige Indikator, das habe ich mich auch sofort gefragt, warum? Es gibt keine Silent Clock für ihn und ich dachte, okay, ist das jetzt Absicht oder nicht? Da ich dachte, also zunächst dachte ich, das ist Absicht.
Das muss eigentlich Absicht sein. Echt? Ich war mir nicht sicher. Ja, ich dachte mir halt, ja gut, wir haben sie das jetzt wieder gemacht. Ja, und hier oder sie haben es einfach vergessen. Ich hätte, sie können es natürlich auch mal hätte, aber sie haben es vergessen, ihm das Heine Klopp zu geben. Haben sie nicht, ist es letztens natürlich... Ich fand jetzt Hella nicht, ich weiß nicht, war Hella ein Silent Clock würdiger Charakter? Also war er jetzt schon so lange dabei, dass er... Ja, er hat drei Staffeln mitgemacht ungefähr. Ja, ich habe mir darüber jetzt keine Gedanken gemacht. Ich habe mich auch ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, als dann wieder der Twist in der nächsten Episode kam, dass er doch lebt und die Erklärung dafür. Also ich meine, die... Wie waren die Erklärungen genau? Das hab ich ja, sie haben halt die sie haben Aufnahmen von dem, ja. von dem leeren Stadion, von dem Stadion. Wie bei den Simpsons. Von dem Stadion mit Hella drin gemacht und haben die dann eingespeist in die Überwachungsfeeds, die halt die Terroristen hatten. Und wie auch immer sie das gemacht haben. Das ist halt immer so ein Problem bei 24, dass der ganze Technik-Schnickschnack vorne und hinten keinen Sinn macht. Also daran muss ich die Serie auch nicht messen lassen, weil sie einfach nicht realistisches Porträt davon zeigen will. Aber trotzdem ist es halt ein bisschen ärgerlich, dass es dann halt wieder so eine technische Erklärung dafür gibt, die eigentlich gar nicht sein kann. Naja, auf jeden Fall überlebt er. Er wird nicht geopfert und dann macht sich eben Jack und sein SWAT-Team, irgendwie finden sie halt raus, wo Al-Harazi sich dann aufhält, ich weiß nicht mehr wie, durch irgendein Handy, das sie gefunden haben oder geortet haben oder was auch immer. Und finden sie dann und dann löst, dann übt ja Jack zum ersten Mal so ein bisschen Selbstjustiz aus. Ne? Also, zum ersten Mal in dieser Staffel. Ja, zum ersten Mal in dieser Staffel, meine ich. Wie er Dingens da aus dem Weg räumt, Al-Harazi. Ja. Ja, Chapeau. Das, als er ihren Sohn rausschmeißt, das war ja noch in der Hitze des Gefechts. Das war ja noch durchaus legitim. Mhm. Aber das war einfach nur auch ein Indikator, dass er macht sich schon lange keine Gedanken mehr darüber, ob er das jetzt machen sollte oder darf. Also, aber haben wir das so krass schon früher gehabt? Also haben wir, dass hier jemand aus dem Fenster wirft? Diese Selbstjustiz irgendwie ausübt? Ich hab mich hat sich entwickelt, würde ich sagen. Ja, also es war nicht von Anfang an da, aber wann ist da der Knacks gekommen, nachdem er aus chinesischer Folter zurückgekommen ist? Oder? Ich weiß es nämlich nicht mehr, ob wir so einen krassen Fall, wir haben es ja in dieser Staffel dann auch nochmal am Ende, ob wir so zwei krasse Fälle schon mal hatten von Selbstjustiz. Also bei dem zweiten Fall, der auch sehr akut ist, kann ich es noch mehr verstehen als bei diesem Al-Harazi-Beispiel. Ja, weil es wirklich ein Mensch ist, der Jack irgendwie jahrelang das Leben schwer gemacht hat, den wirklich schikaniert hat, der ihn gefoltert hat. Nur die Art und Weise, wie das schon wieder geschieht. Ja, darüber reden wir gleich. Das war nämlich ein großartiger Moment. Also Al-Harazi ist geschnappt, ist getötet. Es steht zunächst keine Gefahr mehr. Nur, dass eben dieser berühmt-berüchtigte Override-Device, den wir auch in jeder dritten Staffel schon hatten, dass der jetzt nun in die Finger... Nee, der ist bei der CTU. Und der nächste Bösewicht, den wir jetzt präsentiert bekommen, weil Harazi tot ist, ist... wer, Adam? Adrian Cross. Adrian Cross, Und er hat... er hat einen Verräter oder einen Maulwurf bei der CIA. Was? Und das ist... Benjamin Brad, aka Steve Navarro. Genau. Da haben wir dann unseren typischen Maulwurf-Moment wieder in der Staffel. Und er beauftragt eben Navarro, diesen Override-Device aus dem Besitz der CIA, zu entwenden. Und spricht auch immer so, wenn er mit ihm telefoniert, mit so verstellter Stimme. nee, er hat so ein Voice. So ein Voice-Changer. So ein Voice-Scrambler. Genau. Meine ich doch. Ja. dem gelingt es, Mr. Navarro, und er bringt Cross dieses Instrument. Und ja, wie geht es dann weiter? Dann tauchen auf einmal die Chinesen auf, ne? Und die Russen. Es gibt noch diese Storyline, dass Jack von den Russen gesucht wird. Deswegen musste er ja auch am Ende der achten Staffel in den Untergrund gehen. Wisst ihr noch genau warum? Nein. Er hat den russischen Außenminister, war es, glaube ich, umgebracht. Ja, warum auch nicht? Und er wollte den Präsidenten sogar erschießen. Das wollte er auch. Das hat er letztendlich nicht gemacht, aber den Außenminister hat er auf dem Gewissen und das hat den Russen... Und warum war das nochmal? Weil, das ist auch Riesenspoiler, einer seiner auch langjährigen Vertrauten, René Walker, wurde von einem russischen Auftragskiller ermordet und das war im Auftrag der russischen Regierung letzten Endes. Eine Lektion, die man daraus... von der Außenminister hat davon gewusst. Eine Lektion, die man daraus ziehen sollte... Niemals sich mit den Verflossenen von Jack anlegen oder sie umbringen, weil die Rache folgt auf den Fuß.
Ja, genau. Also er war im Untergrund, weil die Regierung konnte ihn nicht mehr schützen wegen außendiplomatischen Verwerfungen. Und deswegen suchen ihn die Russen und Mark Boudreau hier, der Präsidentenberater. Der auch ein bisschen ein Maulwurf ist, oder? Ja, nicht so wirklich. Also ein Verdacht ist auf jeden Fall da. Er liefert halt Jack mehrmals aus an die Russen, weil er auch so ein bisschen eifersüchtig ist wegen seiner Ehefrau Audrey, die ja, als sie hört, dass Jack noch lebt und dass er jetzt in London ist, merkt man sofort, dass sie immer noch Gefühle für ihn hat. Gut, nennen wir ihn nicht Maulwurf, nennen wir ihn Duschback der Staffel. Ja, es gibt ja immer auch so einen Rivalen/Duschback. Er ist der Ryan Chappelle der neunten Staffel. Der entweder durch Leichtsinn oder Inkompetenz dann die Mission in Gefahr bringt. Genau, und er liefert eben Jack am Schluss an die Russen aus und dann kommt es eben zu diesem Showdown. Die Chinesen haben Adrian Cross beauftragt mit der Suche nach dem Override-Device. Ja. Weil sie nicht direkt die Chinesen. Das ist ja eine Untergruppe. Ja, das ist nur Cheng Zi genau. Selbst. Cheng! Also Cheng is back! unser lieber Chinesenfreund aus den der 5. Staffel. Den habe ich mir vorhin noch aufgespart, den wollte ich jetzt gerade. Genau. Achso. Ja, Adam, dann go away. Nee, sprich mich weiter. Cheng ist zurück. Den kennen wir aus der 5. Staffel, ist es, glaube ich. Ende der 5. Staffel entführt er Jack auf einem Containerschiff nach China. Und Anfang der 6. Staffel kommt Jack dann zurück, gefoltert und geknechtet. Und mit Audrey passiert was Ähnliches. Es gibt doch auch diese super Sequenz, eine Episode in der sechsten Staffel, glaube ich, wo Jack die chinesische Botschaft infiltriert. Oder stürmt? Oder ist das die russische Botschaft? Das war die russische. Sorry, okay, ich nenn's wieder zurück. Ich will mir aber nicht, aber irgendeine Botschaft in der gleichen Season. Deswegen wollen die Chinesen ihn überhaupt. Deswegen haben sie ihn gepackt am Ende der Season. Ah. Weil sie rausgekriegt haben, dass er in die Botschaft eingedrungen ist, soweit ich weiß. Genau, stimmt. Wolltest du noch was zu Jang sagen? Später. Okay. Ja. Und es kommt jetzt dazu, dass die Chinesen finden Cross und seine Hackerzelle, bringen alle um, haben den Override-Device und haben Chloe und hoffen sich von Chloe, dass sie ihnen helfen kann, diesen Device zu knacken und wollen damit einen Befehl an ein amerikanisches Atom-U-Boot schicken, das einen chinesischen Flugzeugträger angreifen soll, damit... Ja, was eigentlich? Krieg! Damit es zum Krieg kommt zwischen... Aber was... zwischen den USA und China kommt, denn sie machen das Ganze im Auftrag der Russen. Das ist... ist ja, seitdem er in China ausgestoßen wurde, sieht er sich selbst nicht mehr als Chineser an. Denken ja auch alle, dass er tot ist. Ja. Ne? Genau. Und er will deswegen auch Rache und macht das Ganze im Auftrag der Russen, weil die davon profitieren, wenn nicht China und die USA Krieg führen. Genau. Okay. Puh, 24 Territory. Genau, dann, also dieser Anschlag gelingt. Die Welt steht jetzt vor der letzten Episode kurz vor einem Weltkrieg zwischen USA und China. Und das Einzige, was das verhindern kann, ist die Existenz von Cheng zu beweisen und den Override-Device in die Hände zu bekommen. Und deswegen muss Jack sich auf die Suche nach Cheng machen. Und gleichzeitig hat Cheng aber Audrey in seiner Gewalt. Und droht eben damit, sollte Jack ihm zu nahe kommen, wird der Sniper wird Audrey erschießen. Und deswegen teilen sich Jack und Kate auf. Sie muss eben sich um Audrey kümmern. Und Jack macht sich auf die Suche nach Cheng. Zusammen mit Belichick und Chloe. Chloe, die zwischendurch mal entführt waren von den Chinesen, dann aber irgendwie die Flucht geschafft hat. Ich hatte in der Folge Angst um Chloe und um Kate und um Audrey, muss ich sagen. Ja, Chloe schafft es in einem Van voller, auch gut trainierter Geheimagenten, beziehungsweise chinesischer Agenten. Ich glaube, mit Hilfe einer, ist das eine Eisenstange oder so, zieht sie mal gleich mal ein, zwei Leuten über und springt dann aus dem fahrenden Auto. Und das... das reicht, um sie loszuwerden. Alles ein bisschen hanebüchen, aber im 24-Universum entschuldbar, meiner Meinung nach. Es gibt halt, was ich jetzt noch, wenn ich mal nochmal ein Stück nach vorne springe, du hast es noch eine Sache, die ich einfach auch mal wiedererkannt habe. Auf der Suche nach Margot Al-Harazi stürmen sie eher für vermeintliches Zentrale. Was ich sagen, bei 24 immer passiert. Wenn das erste Mal sie glauben, dass sie den Unterschlupf der Bösewichter gefunden haben, ist es immer eine Falle.
Das war zum Glück dieses Mal auch so. Also, ja, also man muss schon sagen, dass sie einfach, dass es einfach eine stinknormale 24-Staffel ist. Es gibt nichts Neues. Naja, komm, diese zwei Dinger von Jack, die Jack bringt, sind schon was Neues. Und auch die letzte Episode. Achso, du meinst die Rache. Margot, ja, genau. Ja. Ja, es ist halt noch ein bisschen düsterer geworden, sagen wir mal so. Jack ist noch ein bisschen düsterer geworden. Okay, jetzt um das Ganze nochmal abzuschließen, das Recap. Also es gelingt Kate dann eben, Audrey aus der Gewalt des Snipers zu bringen. Und Jack dringt eben auf dieses Schiff ein, mit dem Jang sich gerade außer Landes machen will. Und dann gibt es aber irgendwie aus der... plötzlich taucht noch ein zweiter Shooter auf, der Audrey dann erschießt. Oh no. Ja. Und dann bekommt Jack während seiner Mission... sagt, also ich meine, sie hätte ja auch warten können bis zum Ende. Aber das hatte ich auch gedacht, dass sie das tatsächlich, weil es hat eben, ich meine auch, die Nachricht von ihrem Tod wurde an den Präsidenten auch nicht sofort während des Konflikts weitergeleistet. Ja, genau. Dem Dienst hat eben Kate nicht erwiesen. Aber es hat halt ganz gut gepasst, dass Jack dann noch ein bisschen mehr durchdreht und dann mit einer Uzi alle Chinesen irgendwie ausschaltet. Maschinengewehr. Eine ganz starke Szene fand ich auch einfach, wenn er da sitzt und das mitkriegt. Ganz ehrlich, er zieht ja seine Handfeuerwaffe. Und ich dachte, er richtet sie auf sich selbst. Das dachte ich für einen Moment auch, dass er du das nicht? Vorhat. Das passiert doch nicht. Gar, du gar nicht? Auf keinen Fall. Ich finde, es war ich total impliziert. Das wirkte so ein bisschen wie der letzte Strohhalm. Dass er es ganz kurz gedacht hat, ob er sich jetzt wirklich selbst richtet. Das war Jack Bauer, der wird doch niemals... Nein, es war jetzt nicht wirklich lang, aber es war so eine Bruchteil einer Sekunde. Ich fand das auch. Aber der wird doch niemals zulassen, natürlich dass es einen nicht, Weltkrieg gibt, zwischen den USA und China gibt. Ja. Das ist doch Jack, Leute. Er hatte, solange er noch eine Mission hat... Ja, genau. Die Mission ist immer wichtiger als er selbst. Danach kann er sich ja immer noch richten. Aber nicht nur in der Szene, auch das davor, die Actionsequenzen davor, die mit Chloe koordiniert werden. Wie in einem Computerspiel. Sowohl choreografisch als auch optisch wirklich sehr, sehr stark gemacht, muss ich sagen. Und Jacks Reaktion auf Audreys Tod war auch grandios gespielt. Sehr gut gespielt, Genau wie Hellas, also William Devane, der Schauspieler von James Heller, hat es auch großartig gespielt am Ende. Was wir vergessen haben zu erwähnen, er hat Alzheimer, kommt ja auch noch vor. Er bekommt dann diese Nachricht, stürmt dann voller Verzweiflung zu Chang, findet Chang und dann kurz nach dem Gesichtsabgleich, nachdem die Chinesen und die Russen Szene der ganzen Episode. endlich die Identität von Chang festgestellt haben und damit der Krieg abgewendet wird, kommt die beste Szene der ganzen Staffel wahrscheinlich. Ne? Adam, willst du die Ehre übernehmen? Da hängt zufällig ein Katana. Zufällig? Es ist ein russisches Schiff, soweit ich weiß, ja. Und nachdem die übermittelt hat, dass es wirklich Chang ist, an die Amerikaner, die das dann den Chinesen mitteilen und ja danach auch überhaupt keinen Proof mehr wollen, dass er irgendwie noch lebt, nimmt er dieses Katana und nimmt Rache für alles, was Chang ihn angetan hat, indem er die rüber absäbelt. Mhm. Einfach gnadenlos. Ja. Fehlt noch, dass das irgendwie so seinen Kopf irgendwie wegtritt oder so. Ja, es war eine großartige Szene. Also ziemlich viel emotional payoff fand ich in dem Moment. Ja. Es war einfach irgendwie so eine Szene, wo man einfach als langjähriger Jack-Fan einfach mitjubeln konnte. Ja. Wie geht's dann weiter? Wir haben dann... Ist mir egal. Danach habe ich ausgeschaltet. Danach war ich eigentlich auch schon so... Danach habe ich erstmal Böller vom Balkon gezündet. War schöner als die Weltmeisterschaft. Christmas came early this year. Danach kommt, wie ich auch sagen muss, sehr starkes emotionales Kontrastprogramm dazu. Mhm. Wenn man in der Szene vorher noch einigermaßen jubeln konnte und gesagt hat, yes, das ist Vintage Jack Bauer, wird man gleich wieder sehr schnell auf den Boden geholt. Und dann bekommt nämlich erstmal Präsident Heller die Nachricht, dass Audrey tot ist. Das ist auch eine ganz starke Szene, das hast du auch in deiner Review geschrieben. Genau, worauf man ja einfach auf den Boden sackt, ohnmächtig, er fällt halt einfach erstmal um. Und es ist also, man das kann einen eigentlich nur mitnehmen. Das ist wirklich, das wird davon gefolgt zu Szenen, die dann einen Tag oder wie man einen kleinen Zeit später. Dann kommt ja erstmal, Jack muss dann erstmal feststellen, dass Chloe fehlt. Ja. Stimmt. Ja. Und dann kriegt er sofort danach einen Anruf, und der ihm Instruktionen gibt, zu der Stelle, zu einer vereinbarten Stelle zu kommen und dort sich gegen Chloe auszutauschen. Gefangenenaustausch, die Russen haben Chloe, sie wollen Jack und sie wollten schon immer Jack, sagen sie am Ende auch irgendwie, all we ever wanted is you.
Und sie bekommen... It's here in Jack's arms. Ja. Und ja, dann kommt es eben zur Parallelmontage zwischen dem Austausch und der Trauerfeier, genau, oder der, ja, Überführung des Leichnams von Audrey, ja, wo Präsident Heller nochmal darüber sinniert, wie seine Alzheimer-Erkrankung jetzt... Nochmal eine starke Szene. Nochmal eine sehr starke Szene. Ja, ja, wie er sagt, dass er sich an diesen Tod seiner Tochter höchstwahrscheinlich bald nicht mehr erinnern, ja, wird. Und das auch... Es fließen keine Tränen, er hat zwar Tränen in den Augen, aber das ist so tief traurig, also, mhm, so wie es natürlich auch sein muss, aber es ist unglaublich stark gespielt, finde ich. Ja, ja. Also die Wayne, überhaupt die ganze Staffel fand ich schauspielerisch einwandfrei. Ja. Ich habe keine Ausreißer nach unten gehabt. Waren aber doch eine. Die Tochter von Margot. Ja, die war also, okay. Ja, bedingt. Okay. Aber die ist ja dann auch bald. hat sich ja auch bald das Zeitliche gesegnet. Ich fand, ja, es war ja auch ziemlich hochwertig besetztes Ensemble, ja, dieses Mal. Ja, wir haben dann den Austausch zwischen Jack und Chloe und dann haben wir auch nochmal einen super starken Moment, wie sie sich quasi die Hand geben und Jack ihr bestätigt, dass was sie ja vorher gesagt hat, dass sie sein einziger Freund ist, den, genau, er auch hat. Er sagt ja in der ersten Folge noch, er hat keine Freunde. Ja. Überhaupt nicht. Sagt er. Das sagt er, das, was wir vielleicht jetzt auch noch erwähnen sollten, was wir davor noch nicht erwähnt haben, weil es ein Spoiler war, Chloes Familie wurde ja auch umgebracht. Haben wir doch vorhin schon gesagt. Haben wir? Ja, kurz. Nee, sie erfährt doch, dass sie denkt, dass es sie umgebracht wurde, aber es, ja, war ein ganz normaler Autounfall. Das erfährt sie im Laufe, okay, der Staffel. Ja, stimmt. Ja, also da hat sie dann auch nochmal quasi Closure, wie man so schön sagt. Und die Staffel endet mit einem ziemlich großen Cliffhanger, würde ich sagen. Ja. Also sie wissen genau, die Autoren, ich meine, also mittlerweile halte ich es wirklich für unwahrscheinlich, dass es nicht weitergeht. Das würde ich definitiv unterschreiben, denn es ist vor allem nicht das erste Mal, dass er jetzt eine fremde Regierung abtritt. Das ist ihm mit den Chinesen auch passiert, nur diesmal. Also es wäre ein ziemlich krasses Ende. Eine Frage, war der Russe, dem er übergeben wird, war das eine bekannte Person? Nee. Dachte ich auch erst, nein. Ich dachte mir nämlich auch die ganze Zeit, wer ist jetzt... Ja, ich habe auch den kennen. Bei mir hat ständig gerattert, wer ist das jetzt? Wie heißt der bekannte Schauspieler, der immer den Bösen spielt? Oder wurde der ermordet, dieser Vlako... Ach so, Zelko Ivanek. Wurde der ermordet in der Staffel? Der ist tot, glaube okay. ich. Ja. Aber es hat ja 24 davor vielleicht noch nicht geändert. Vielleicht hat er ja einen Zwillingsbruder. Ja, es ist ein offenes Ende und es ist ja auch, sie warten ja auch irgendwie, glaube ich, bis zur letzten Werbeunterbrechung, bis sie ihren Zeitsprung einbauen. Ja. Also das ist ja auch ein ziemlicher Cop-Out irgendwie. Stimmt, also dass sie den Zeitsprung einfach, Katz und Kodo wurden danach befragt und sie haben gemeint, das wäre der einzige Zeitpunkt, den sie sich hätten vorstellen können. Aber ich meine, dann lasst es einfach mit dem Zeitsprung, oder? Also ich meine, das ist mir doch egal. Ich finde sowieso in der Staffel, ist jetzt auch eine Frage an euch, wie wichtig ist für 24 noch das Echtzeitformat? Also ich fand in der Staffel, dass ich kaum noch drauf geachtet habe. Ich habe es auch nicht so gut wie gar nicht mehr wahrgenommen, ehrlich gesagt. Also ja, man nimmt es vielleicht nicht wahr, aber es ist irgendwie trotzdem wichtig für mich, weil es eben dieses Alleinstellungsmerkmal ist. Ja, weil die Uhr eingeblendet ist. Es war ja auch immer die Frage, ob man einen 24-Kinofilm machen will. Und hätte ich jetzt weniger gut gefunden als diese 12-teilige Miniserie. Aber es gab doch schon... Es gab Redemption. Ja, Redemption war auch kacke. Jack Bauer als Söldner in Afrika. Ja, es war kacke. ja, also für dich sollte an dem Format festgehalten werden. Ja, bitte auch als 12-teilige Minisäge, ohne diesen ganzen Filler-Scheiß. Ja. Ich brauche jetzt nicht Kim Bauer gegen den Puma, ich brauche nicht den inkompetenten First Gentleman, der irgendwelche Eskapaden erlebt, ich brauche nicht irgendwie drogenabhängige Söhne von Präsidenten oder sowas. Bitte gib mir eine stringente 12-Episoden-24-Minisäge im nächsten Sommer. Also das würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass Strachowski irgendwie keinen guten Abgang bekommen hat jetzt. Also ihre Figur Kate Morgan. Aber ich finde total, dass man das aufnehmen kann. Weil sie ist diejenige, die jetzt nach Moskau geht in den ersten Folgen, in meiner Fanfiction. Nach Moskau geht und Jack Bauer aus der Gefangenschaft befreit. Und dann hast du dieses Tag Team wieder in der nächsten Staffel. Das will ich sehen. Wie könntet ihr euch ein 24 ohne Jack Bauer vorstellen, dafür mit Kate Morgan? Könnte ich mir vorstellen, ja. Also sie ist die erste Figur, bei der ich es mir wirklich vorstellen könnte.
Vielleicht hätte ich es mir damals bei Chase schon vorstellen können, aber eigentlich auch eher nicht so richtig. Aber einarmig geht es nicht so gut. Ich hätte mir auch Tony Almeida angeguckt, bevor er böse wurde. Komm, Kate und Tony, boah. Russia, dann bust him out. Ey Leute, das passiert. Sie befreit den einzigen Mann, der in der Lage ist, Jack Bauer zu retten. Und, oh, das wäre so groß. Das wäre so toll. Erstmal Tony Almeida rausbasten und dann zusammen Jack Bauer rausbasten. Prison Break meets 24 in Russia. I'd watch that. Ja, nee, das hört sich eigentlich nach einer ziemlich guten Idee an, Leute. Und Chloe gibt's ja auch noch. Und Chloe gibt's auch noch. Und diesen Typen, der nichts sagt, sein Partner. Belichick. The guy with the one name, like Madonna. Eben, er sagt, genau, das sagt er. Da hast du schon ein super Team zusammen, ey. Ja. Ich will's sehen jetzt. Ja, jetzt will ich's sehen. Kiefer Sutherland und 24 sind ja auch auf der Comic-Con, vielleicht gibt's da irgendwie Antworten. Ja, und die wären ja nicht auf der Comic-Con, wenn es keine zweite Staffel geben wird. Boah, das wird wahrscheinlich das wird wahrscheinlich auf der Comic-Con wird verkündet. Also so ein Cliffhanger kann man darauf, werden sie die Serie nicht enden lassen, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht noch ein Wort zu den Quoten, kannst du uns sagen? Ja, Quoten gibt's noch. Ja, die waren, zum Beginn waren sie ganz okay, also die Quoten zum Auftakt waren 8,1 Millionen Zuschauer haben eingeschaltet zur ersten Episode. Das war ein Rating von 2,6. Zum Finale haben 6,47 Millionen eingeschaltet, ein Rating von 1,7. Was dazu muss man natürlich auch sagen, das ist schon fast tief im Sommer drin gewesen, ne? Ja, genau. Also es hat ja im Mai angefangen, Anfang Mai. Was okay Werte sind für die heutige Serienwelt, wenn man es mal vergleicht mit den früheren Werten von 24, dann sind die Werte eigentlich nicht so gut. Der Höhepunkt war erreicht in der fünften Staffel mit einer durchschnittlichen Einschaltquote von 13,78 Millionen. Die letzte Staffel hatte 9,31 Millionen, was schon ein ziemlich starker Abfall war, weil alle anderen Staffeln so um die 11 oder 12 Millionen Einschaltquote hatten, außer die erste, die hatte so 8 Millionen. Also ich würde sagen, diese Staffel kommt vielleicht so auf, ja, mit viel Wohlwollen auf 6 Millionen Zuschauer. Die hat zwischendurch immer mal wieder geschwächelt. Obwohl 24 vielleicht auch eine Serie ist, die sehr von DVR-Zuwächsen profitiert, klar, oder? Ich meine, das passiert ja jetzt sowieso immer mehr. Also, dass Serien auf DVR geguckt werden, weil die Leute einfach keine Lust mehr haben, sich vorschreiben zu lassen, wann sie Fernsehen gucken sollen. Und deswegen sind, glaube ich, diese Werte höchst zufriedenstellend. Also das Rating könnte vielleicht ein bisschen besser sein, als wenn zwei Nuller-Rating gehabt hätten am Ende, dann wäre es vielleicht nochmal besser gewesen. Aber 6,47 Millionen Zuschauer, da kann sich Fox beileibe nicht drüber beschweren, würde ich sagen. Und vor allem, deswegen, wenn so ein Ex-Flaggschiff wie Glee irgendwie am Donnerstag unter 0,7 oder sowas einfährt und irgendwie noch von 2 Millionen Leuten geschaut wird. Ja, darauf basieren kann man sich auf jeden Fall auch eine gute Prognose für eine Fortsetzung. Und Kodo und Katz haben auch in dem Artikel, den könntet ihr auch bei uns finden, gesagt, dass sie sich das gut vorstellen können. Sie brauchen nur neue Geschichten für Jack. Und ich meine, sie haben doch eine neue Geschichte. Sie haben ja schon. Adam hat sie gerade eben in ihr Notizbuch notiert. Also bitte, Herr Kodo und Herr Katz, bitte mitschreiben. Und dann haben wir schon den Stoff für die nächste Staffel. Ich würde mich darauf freuen, auch wenn ich jetzt während der Staffel ein bisschen enttäuscht war, aber das Ende hat es wirklich großartig rausgerissen. Für mich auch, ja. Habt ihr denn einen Lieblingsbösewicht aus jetzt mittlerweile 13 Jahren 24? Cheng! Ich fand ja Steven Saunders ziemlich großartig. Könnt ihr auch noch an den erinnern? Das war die vierte oder die dritte Staffel. Das war der Typ, der so Bio-Kampfstoffe auf Bomben geschnallt hat oder so. Ja. Auf jeden Fall fand ich den ziemlich großartig. Das war so mein Lieblings-Endgegner quasi. Auf jeden Fall nicht die Leute aus Redemption. Die sind etwas aussprachbarer gewesen. Ja. Also für mich wäre, ich würde schwanken zwischen Nina Meyers und Tony Almeida. Siehst du Tony Almeida wirklich als Schurke? Sehe ich eher immer noch. Er war ja ein Schurke. Also in der einen Season ist er eindeutig ein Schurke. Außerdem hat er so extra für, ich glaube auch extra für diese Season, so ein Schurkenbärtchen getragen. Stimmt. Daran kann er zwirbeln. Ja, wenn man ihn als Bösewicht sehen würde, dann wäre er definitiv mit dabei. Ansonsten, Nina Meyers hat einfach den größten Twist und den größten Vertrauensbruch gehabt. Ja. Nina Meyers. Und hat sich auch hartnäckig gehalten. Über wann ist sie gestorben? Das hat ein paar Seasons. Aber es war ein bisschen unwürdig, wie Nina Meyers gestorben ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war so ein ganz merkwürdiger Tod. Jack hat zwar seine Rache bekommen, aber irgendwie war es nicht so geil, wie man sich vorstellt. Nicht so schön. Nicht so mit einem Schwert oder am besten zum Fenster hoch. Ja, das Schwert war schon Beste.
beim nächsten Mal bitte Laserschwerter, wenn die Bombe ab. Ja, langsam gehen die Waffen aus, wa? Ja, gut, dann habt ihr noch irgendwelche finalen Worte, die ihr an unsere Zuhörer richten wollt? Damn it, Axie, we don't have time! Ja, damit wollen wir dann unseren Podcast beschließen. Ja, wir fanden es wieder mal gut. Wir freuen uns auf eine neue Staffel. Ihr könnt uns liken, sharen. Ihr könnt uns Feedback geben auf unserer Hauptseite bei YouTube, bei SoundCloud, bei iTunes. Wäre schön, wenn ihr uns da Kommentare schreibt. Mails an podcast@serienjunkies.de. Genau, Mails bitte an, schreibt uns Mails an podcast@serienjunkies.de. Was waren eure Lieblingsbösewichte? Was waren eure Lieblingsfiguren? Welche Twists fandet ihr am spannendsten? Welcher Kill war euer Lieblingskill? Genau, also da würden wir gern von euch hören. Das werden wir dann in irgendeinem anderen Podcast mal vorlesen. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir als nächsten Podcast geplant haben. Es kommt irgendwas außer der Reihe. Ich glaube, bis wir Filme kommen noch ein paar. Bis wir Walking Dead reviewen, sind wir erstmal mit diversen anderen Podcasts beschäftigt. Es wird noch einen Leftovers-Podcast, Staffel-Podcast geben, weil der von euch ziemlich oft gefordert wurde und die Serie auch sehr toll ist. Irgendwann zum Feiertag mal wieder Wire-Tag. Genau, Wire kommt auch mal wieder irgendwann. Also ihr werdet versorgt sein. Uns kann man auch bei Twitter finden, Adam. Awesome Arndt. Tim, hast du eigentlich einen Twitter? Ich habe keinen. Damn it, Tim! Damn it, Twin, you need Twitter. mich kann man finden als Max Steel echt bei Twitter. Und da sind wir over and out. Ciao. Piep. Tschüss. Boop. Piep. Boop. Ciao. Sehr schön.